Vulke, maar merci. Dat is de riesdruis van Simon Bijsela, maar meer Astrid Loeling op Apart TV kookt al uitstap. We houden de zending den 8 augustus in Mondorf aan het domein Thermal op. Mooie Simon. Mooie Astrid, mooie lief, nu luisteren. Ja, we houden ons rum Simon dan eens in Mondorf aan de koerrum van waar we voor 2 jaar voor het eerst samen een zending gemaakt hebben. En toen we dat zo goed vonden, we gezegd, we gingen verder voeren. Houd ze maar op de terras van Spa, aan het domein Thermal zu Mondorf, waar nog neven de koe een rij van tratamenten opgeboden gaan. Die zijn ganz goed voor de gezondheid. En ook ganz agreabel, niet ze maar. Ja. En we vroegen of vielleicht, wat ik ging maken, für das ich mit meinen 90 Jahren noch so relativ fit war. Ich muss da sagen, ich bin seit Anfang der 90er Jahre, also seit dem neuen Domain Thermal, bin ich alle Jahre 3 Wochen an Kur auf Mondorf, weil ich festgestellt habe, noch wo ich nach dem Europäischen Parlament war, bis 2014, dass das für mich die beste Erholung wir, dass es mir ging erleben, auch körperlich, mehr fit zu bleiben, wie ein ganz reiner Leid an meinem Alter. Simon Neise, neuen Tourismusminister, den du ja ganz gut kennst, der frühere Mondorfer Burgemeester Lex Dallas, den hat schon recht, dass er nur eine Kampagne gestartet hat, als Tourismusminister für zu suchen, dass sie auch zu Lützeburg eine gute Vakanz kann machen kann. Ich meine, das wäre gut, dass sie das gemacht haben und dass die Leute das klar machen, weil ein kann eine Vakanz zu einem Land, besonders bei dem schönen Wetter, das wir haben, dass das wirklich gut und da kann man sich wunderbar erholen. Weshalb in die Ferne schweifen. So. Ja, Astrid, du hast wirklich recht. Ich muss aber auch so, wie man das heute präpariert hat, wie Zeit vergeht. Vor 2 Jahren, du warst ja hier, du hast mich gefragt, müsst ein Kamat. Und du hast nicht gesagt, man ja, für was nicht. Und du hast es so gegangen, dass die Kut direkt positiv auf den Leuten draußen. Und das hat mir auch ganz viel Spaß gemacht. Und du hast gesagt, man ja, da kann man vor ein Lauf führen. Und die 2 Jahre waren so ein intellektuellen Pläsier für mich, dass er immer viel Präparation und also immer gut präpariert, für endlich Sendungen zu machen. Aber hier ist alles umgegangen. Und heute zum Wunder, wie du gesagt hast, da kriegt die Live als Seil an drei mit all denen guten Swan, der Konvivialität, der Gentillesse von allen guten Leuten, die uns betreuen. Ob es Leute am Spaß sind, aber auch Leute, die Kuren machen und die ganze Direktion von dem ganzen Domain Thermal. Also Chapeau. Ich will aber auch dir merci sagen, dass du mich gekroppt hast vor 2 Jahren. Und ich will aber auch der ganze Familie Nilles und der ganze Equipe von Apart TV herzlich merci sagen, weil ohne die guten Jungen und auch die Leve Madame gibt das alles nicht so einfach geworden, da gibt man keine so gute Sendung gekriegt. Soweit für die Introduktion. Ja, Simon. Und nun kommen wir zu unseren Kommentaren über die international, die europäisch, die national und sogar die kommunal Aktualität. Und nun hast du der. Maar ja, Astrid, daarbuiten is het leider niet zo schön, die heute zu Lützeburg sind und sich 2 grosse Krisen hätten. Dat een als atomare oprüstung, dat ander als ganz scharmützelen, die am Meeresenge von Ormus sind. Vom Rivalieren, den 6. August 1944, also vor 75 Jahren, und die Amerikaner die erste Atombombe auf Hiroshima geilt. Wir haben noch einen traurigen Anniversär gefeiert, waren direkt 45.000 Leute tot, dann sind in den Jahren danach über 140 gestorben, die von den radioaktiv bestrahlt sind, und die das nicht überlebt. 140.000. Ja, da sind noch 140. 140.000, also wie gesagt, ein enormen Schiffer. Und dann fragen wir uns an Astrid, ich meine, wir können uns alle 2 Fragen und noch eins nachlässtern, hört man, steht, seid ihr etwas beigelehrt. Und wenn ihr guckt, was da bei uns los ist, und hauptsächlich Lieder guckt von den großen Ländern, dann meint ihr, müsst ihr so nehmen. Nur 1989,
wie jo Berliner Mauer gefall war, an do hat man den Ronald Reagan op der amerikanischer Seite, an den Mikhail Gorbatschow bei den Russen, dei mo de Sowjetunion, an do hatten dei den echten atomaren Aufrüstungsakkord hatten dei unterschriffen, an do hund Leute sich auch drüber gehalten. Dat heißt, wenn ihr nur guckt, seit 25 Jahren hund Länder en gros aufgerüst. Wir haben im Moment noch immer die Amerikaner, die sind Nummer 1 mit 1700 Atomwaffen, die Russen 1600 Atomwaffen, die Franzosen haben da 300 paar. Wir wissen, dass Pakistan, Indien, da auch ein Teheran, das ist ein Grund von den Chinesen, weil man nicht schwätzen. Ja. Mehr als was das geschieht, dass uns schon Lastgang irgendeiner Trump Präsident ging, das größte Problem, dass der Wladimir Putin, der ja ganz stark ist, an den Dreh, der Menke für Großrussland zu machen, an den hat er schon an den Weg gelegt. Das Lastgang mit der Krim, Sebastopol, was ja ewig russisch war, wo die größten russischen Flotten waren, das hat uns zurückgeholt, nicht aus der Ukraine besagt, da ist ja offenen Krieg. Dann sind die baltischen Länder, die zittern alle gut, weil das war auch damals Großrussland, die sind aber auch NATO-Partner, wo dann auch das Gefahr ist, wenn irgendein Attack kommt, dass wir dann alle gut müssen. Mitzählen, dass das wirklich schon mal Liederen, der Wladimir Putin, vier narzisstische Liederen an den großen Ländern, die wollen ihr Muskel spielen lassen, ihr Muskeln spielen lassen. Und du kommst dann Donald Trump, und den hat das natürlich du nach direkt gefehlt, für das du zu treiben. Das ist nur so, neben all den atomären Ländern fangen sie nun um offizielle Konfrontation zu gehen. Die hat bestimmt gehört von dem INF-Vertrag, der das eben den atomären Aufrüstungsvertrag, den hat den Donald Trump, den am Gang aus dem ganzen Multilateralismus durch ganz Welt abzukündigen, weil die sieht, all die internationalen Verträge, die müssten frisch verhandelt gehen. An den Treaty von der atomären Aufrüstung, den hat so den 2. August aufgelaufen. Das ist extrem gefährlich. Ein gehört dem anderen vier und hat den Vertragsbruch gehört. Das ist so, dass der Wladimir Putin mit seinen neuen Mittelstreckraketen SSC-8 im Prinzip steht am Treaty, die Mittelstreckraketen dürfen nicht über 500 Kilometer Reichweite tun. Wir haben die Raketen gebaut, die gehen da 2000. Und wir sind in Europa voll angefangen. Das heißt, die sind mit atomären Sprengköpfen besteckt. Aber wenn sie das schickt, dann können alle europäischen Hauptstädte an einem Kuh am Erdschlag kaputt machen. Die Amerikaner sind nicht direkt betroffen, weil die ja mehr weit weg sind. Aber die spielen ja auch danach den Gendarme, trotz Trump von der ganzen Welt. Und da sagt Putin, die sind gut geraten, ich habe das auch nicht mehr gemacht, weil die Amerikaner und auch die NATO, die halte ich auch nicht in den Vertrag, weil wenn man wenig Kette guckt von den ganzen Mittelstreckenraketen von den Amerikanern und von der NATO, die gehen von den baltischen Ländern, weil die Lomamba sind von der NATO, bis ganz innen, weil die Türkei ist auch dabei, das ist eine riesige Kette von Raketen, die sind alle gut voll auf Russland gerichtet. Und dafür ist der Wladimir Putin, der sagt, so dir nicht für Vertragsbruch, weil der sind die Erste, die das gemacht haben, und dann habe ich meine Mittelstreckenraketen gemacht. Das ist ganz gefährlich. Du wirst Teheran. Das stimmt und, aber nicht, sich, was Putin sagt. Teheran ist auch ein Punkt für Atomwaffen zu kriegen. Sie haben extrem viel Uranium en Regie. Sich beschäftigt, dass den 238 den sie brauchen, für Atom-Sprengkapp zu machen. Vom Kim Jong-un, mit dem wir es ja schon hatten, Nordkorea, den haben wir immer am Gang neue Raketen zu testen seit letzter Woche. Pakistan und Indien sind am Gang mit der Kaschmir zu streiten, die haben auch alle zwei Atomwaffen. Das ist extrem gefährlich. Und wir können uns nicht mehr hoffen, dass sie sich packen und dass kein auf den berühmten Knäppchen bringt. Das ist also eine ganz gefährliche Krisenherd. Die zweite Krisenherd, die auch ganz gefährlich ist, das ist die berühmte Meeresenge von Ormuz. Wenn ihr euch die Karte vorstellt vom Mittleren Orient, dann auf der linken Seite die Arabischen Emiraten, da ist dann Dubai, Abu Dhabi, wie ihr nächstes Jahr die große Weltausstellung ist, und dann ist ein Zipfel vom Oman. Das liegt just daneben. An der anderen Seite hat er den Iran, und da ist die Meeresenge an der Mitte. Die ist ganz eng. Das ist aber so, und dafür ist man sich ganz nervös, ein Drittel von all den Tankern, die aus dem Petrol bringen, von der Saudi und Saudi-Arabien, den iranischen Petrol, muss durch die berühmte Meeresenge gehen, von Ormuz für Ruf zu kommen, für auf den internationalen Meerwert. Da ist aber so, der iranische Präsident, Hassan Rouhani, den hat gegen sich die revolutionären Truppen, die ihm nicht folgen, und die haben schon
Das Lastgang mit dem riesigen englischen Tanker, den Stena Impero, voller Petrol gelöten, du und die den nicht nehmen geändert, das ist attackiert, richtige Piraten nach mir auch noch gekapert, das ist so einen Blockier, da kann nämlich Führer führen, Briten nicht faul, wie du mir so ist dir, du und die Grassel, das ist ein riesiger iranischer Tanker, den war bei Gibraltar, du und Briten das selbst gemacht, die und die geändert, und nun sind die zwei Schiffer, die sind mal schon jedenfalls gekapert von den Es war dieser Feind. Entretanto sind andere internationale Tanker noch attackiert und es geht immer mehr delikat. Das so, den ich drauf von oben, ich habe das noch nie gesehen. 1890 haben die Briten da schon mit den Persern, mit den Arabern gekämpft, für den Detroit von Ormuz zu kriegen. An den 7. Jahr war eine dicke Kamedie da. Aber das ist so, dass international Seerecht fordert, dass das Voie Maritime die muss geschützt werden. Da ist es so, den Trump sieht das durch eine Katastrophe. Da hat hier schon gesagt, hier will ein Flotte hinsetzen. Da hat den Briten, Frankreich und Deutschland gefragt, sie sollen mit hier Flotte. Also hier Armee dahin schicken, für eben Tanker zu beschützen, weil sonst einmal für hat mehrere Probleme mit den Petrolslieferationen. Vier Gäste, also von Pudisch, haben Briten nur gesagt, sie geben helfen. Und die sind noch schon am Gang, hier große Flotte, hier Flugzeugträger, hier Kampfjetten, plus nach große Fregatten sind die am Gang an den Detroit von Ormuz zu schicken. Franzosen und die Deutschen haben den Moment nicht gesagt, und das versteht ihr noch ganz gut, weil die haben ganz ferm Handelsinteressen mit Teheran und die wollen sich nicht mit denen ulehmen. Das ist extrem, das ist in zweiten Krisenherd, den extrem delikat, dass man ihn auch nicht mehr kann hoffen, dass es nicht an den nächsten Wochen zu einer Eskalation kommt, wo man richtigen Krieg kriegt. Kommen wir mal zurück mit dem Nobel-Eis. Da haben wir dann auch Spaß. Die hat mitgekriegt, dass England der neue Premierminister hat, dass der Boris Johnson den Theresa May aufgelöst hat. Und den hat direkt eine Kehrtwendung gemacht, oder schon ihre Premierminister von 180 Grad war. Eine Zeit geht der Brexit, los ist der vierte Brexit, aber er will doch nach den Herren Brexit machen, ihm ist alles egal. Ihnen sieht, wenn Brüssel nicht ein Aufkommen neu verhandelt, dann gibt es einen Herren Brexit machen, das heißt ohne irgendein Aufkommen raus. Das britische Parlament hat da aber gesehen, kommen nach schon ihre nominiert, genauso hat das britische Parlament ein Gesetz geholt, wo sie ihm schon 10 gebunden haben, das heißt, wo nicht kann egal werden machen, mit einem Herren Brexit. Das war die erste, die auf Bomb gekriegt hat. Danach hatten sie auch noch nach Wahlen, und ihr wisst, hier ist ja der Chef von den Tories, von den Konservativen, und dann haben sie die Wahlen verloren. Und dann geht es ganz spannend, weil am britischen Parlament, hauptsächlich am House of Commons, das ja dann Haus, das sind ja zwei Parlamente, hat den, Boris Johnson nach einer Person Majorität. Das so wie als Regierung heute zu lassen, ja, die noch nicht mehr lehnen. Sie sind just so ein paar Meter. Das heißt, dann hat 320 auf seiner Seite gegen 319 auf der anderen Seite. Ja. Das hat den Lummel schon, das hat ihm schon anscheinend einen Appetit für dürfen. Dann hat er noch eine andere Sache gemacht, die waren auch nicht evident. Und als direkt an Schottland gegangen, weil ihr wisst, Schottland hatte schon ein Referendum gemacht, die wollten sich schon von den Engländern trennen, wie die angefangen zu schwätzen für Brexit. Und als zu Edinburgh für ihn gekommen, als ausgepafft ging an die Präsidentin, die hat zu ihm gesagt, also nicht so mit Eis an einen No-Deal, das kam nicht auf. Du hast dann Nordirland auch gereist, und da konnten ungefähr dieselbe schlechten Empfang, weil ihr wisst, eh von den großen Problemen von dem Brexit, für was doch Theresa May gescheitert ist, das ist eben die berühmte Grenze zwischen Nordirland und Irland. Und da war jahrelang Krieg, und da haben sie ein Aufkommen gemacht, mit von den Engländern herausgehen, weil Nordirland mit der Hauptstadt Belfast hat gehört, ja, aber zu Großbritannien, wenn sie da keine Lösung fanden, da können da direkt manchmal Monsterprobleme auf der Grenze, und da ist im Moment keine Lösung. Und dafür sind sie extrem skeptisch vis-à-vis von dem Boris Johnson, muss ich nur mal, dass ich wirklich gespannt, wie das auch da vorgeht. Astrid, du wolltest also aber etwas nach so von der Europäischen Kommission. Ich will mal das etwas zu so und zu den Erklärungen. Merci, du hast die ganze Sache ganz gut expliziert, weil ich kann nicht mehr dazu sagen, ich hoffe, dass es nicht zu eng Krieg kommt. Besonders an der Straße von Ormuz und auch sonst. Wir haben es mit Politikern zu tun,
Maar met twee zijn er je ook. Maar ik moest er zo een vrienden hebben met een ander. En dan waren we met mijn Gorbatschow. En met mijn regen waren we veel meer fijn raus wie oud. Met Trump en met Poetin. Also, dat is schrecklich. Dat was ook in Engeland geschiet. Dat is ook schrecklich met dem Boris Johnson. Ik ging bald zo en also, die nutzt sich auch nicht mehr. Also, hoe dem zei Brexit-Minister jo gesagt, sie müssten neu verhandeln, also die EU. Martinen, weil das Europaparlament lo neu gewählt wird, an einer zusammengehen. Ja, das ist ja Quatsch. Das ist richtig Quatsch. Also, das ist wirklich nicht mit Not zu verzeihen. Aber ich wollte noch etwas von Europa sagen, weil man ja von der designierten Kommissionspräsidentin, der Ursula von der Leyen, die letzten zwei Wochen nicht mehr viel hören und die wird wahrscheinlich auch an der Vakanz sein. Mit Anfang September muss ich aber hier Kommission vorstellen, das ist im Europaparlament. Und da muss die Majorität vom Europaparlament zustimmen. Und die einzelnen Kommissaren, die dann designiert sind, die müssen noch an den Examen bei dem Europaparlament, an die verschiedenen Kommissionen. Und ich habe ganz oft erlebt, dass man da ein oder den anderen einfach heimgeschickt hat. Ich habe gesagt, den will man nicht, den ist durchgefallen. Und da weiß ich nicht viel. Aber etwas muss ich da einfach sagen. Sie hat ja gesagt, sie ging die Kommission, haben 20 Leute, weil die Briten noch dabei sind, paritätisch hat sie sich gegeben. Also 14 Frauen nach 14 Männer. Ich fand, du hättest sich ein bisschen weit rausgelöst, weil ich muss ihnen das so, aber viele Leute wissen das nicht, weil sie ja andere Sachen und dann Verträge nicht so verstehen. Aber es sind Regierungen, die nennen hier Kommissäre. Ganz allein. Regierungen nennen sie. Da sieht sie, da sollen sie einen freien Mann nennen. Das steht nicht am Vertrag. Es steht doch nicht am Vertrag, dass die Kommission muss paritätisch besetzen muss. Mir ist das egal. Ich habe lieber 15 gute Frauen wie 13 schlechte Männer und 15 schlechte Männer an umgekehrt. Also das mit den Quoten, mit dem Geschlechtsgeschichte fängt man uns los auf den Nerv zu gehen. Und sie hat schon natürlich auch die Litzebäuer Regierung gefragt, wir sollen eine Frau nennen. Ja, wir haben aber einen Mann, als an die Koalitionsverhandlung, weil die Kommissären, da das so etwas Wichtiges an den Ländern wie Minister. Aber Koalitionsverhandlungen sind am Moment das Ding. Majorität gibt mir die Güte, schon brauchen wir nicht mehr. Dann, als wie Kommissär soll gehen, das geht so mit verhandelt. Und das hat den Poids von einem Minister. Aber als Regierung 2018 zustande gekommen ist, haben sie decidiert, dass ein Sozialist an den Mann geht, der Nikola Schmidt. Und dafür hat als Regierung auch manchmal mit Recht gesagt, man nein, wir nennen keine Frau. Außerdem waren wir ja ein Land, also das mussten die anderen mal nur machen. Wir hatten 15 Jahre lang eine Frau. Und wir hatten sogar 20 Jahre gehabt, wenn Jean-Claude Juncker nach ihrem Premier gewählt 2013, weil nicht wie wir an Reding wollt gesehen, dann hätten wir nicht einmal auf Brüssel entzürcht. Und da wäre 20 Jahre gewesen. Wir hatten 15 Jahre lang eine Frau, da können die anderen das auch mal machen. Und ich meine, ich wollte das schon sagen, weil es so aber wichtig ist, dass ich weiß, mein Vertrag, und in den Vertrag muss ich raushalten. Und da soll ich keine Sachen versprechen, die nicht möglich sind. Und die den Vertrag nicht viel gesagt. Natürlich, wenn eine Regierung sie das nennen, eine Frau und ein Mann, und da können wir wählen. Das hat recht, dass das nicht verboten ging. Ja. So. Wir dürfen aber keine Obligierung im Vertrag dazu machen. Dafür wollte ich das mal klar und deutlich so. Und der Nikola Schmidt, der ist ganz wichtig, der war Ambassadeur, der war zu Brüssel an der Repräsentant permanent. Der weiß alles. Der Ambassadeur, also der kennt Matthias ganz gut, der gibt sich sehr bestimmt gut Männer. Also ich hoffe, dass das dann drei geht. Ja, Simon, wie ist das Nationalrepräsentant? Du hast nur ruhig. Ja, ich meine, das guck mal, wenn du von Kirch, da guck mal, was du lass hast. Mehr Schöpfling. Ja. Schöpfling, also ich habe es lassen. Ja, erzähl uns, was du Schöpfling hast. Also, Simon, eigentlich ist es nicht gut für mein Teint, wenn ich
mich über etwas muss abbrechen. War zu Schöffling, rem am Gangen. Ich schon mal das Sätze gelesen, das war den 3. August am Tareblatt. Zu Schöffling wollten sie wel nicht genug Schulräume da sind. Ein Containerschule auf der Place Grandichesse Charlotte. Vier gesehen. Das ist die einzige freie Platz. Bei dem Kiosk. Und du weißt ja, was das ist. Mama, du bist ja schon 5 Jahre am Gangen. Dort am Monat fertig wurde das Kiosk nicht aufgerabt gehen. Also wollen die dort die einzige freie Platz haben? Wollen die dort ein Container schauen? Also, ich musste so, wenn sie das machen, Simon, da fragt die Kurde. So, und ich da. Und ich werde da versichern, dass wir gucken, und ich werde meinen Kampagne starten, für das zu verhindern. Also wie gesagt, Container-Schulen haben wir auch ganz viel an der Stadt. Ja, die modernen Container die sind praktisch so gut wie Präfabrikés selbst. Ja. Das ist nicht auch das Problem. Sie müssten wirklich einen Platz finden, wo es hin möchte. Und es gibt Plätze zu schöpfen, Götter, wo sie das können machen. Also sie brauchen mich nicht zu freuen, ich kann ihnen da pur so. Aber das wollte so. Ich hätte so gerne nach, also schön, das vor am Tareblatt, zwei Seiten über den Energieminister den Turmes gelesen. Simon, das ist so schlimm, man hat keine Zeit. Aber da müssen wir aber drüber schwätzen. Weil was die Willen wird, was die da auch ist, da muss ich da aber sagen, du bist an einer Partei, die den Ministerpräsident stellt, da muss da aber mal gucken, dass den da hat ich bald so in die Maul gestoppt, krieg, dass den aber gesucht kriegt, was möglich ist am Kader vom Koalitionsprogramm, aber nicht. Weil ich kann da sagen, wenn den das alles fertig bringt, an den nächsten Jahren, ich hoffe ja, nach ein paar Jahren zu leben, dann weiß ich nicht, wie es mit der Lebensqualität nach zu Lützburg ist. Also wir kommen da drüber. Ja. Übrigens kriegt die Stadt Lützburg kriegt da auch ein paar Landspark gefunden. Ja, ich habe das schon gelesen. Ich lese das aber ganz genau. Da kommen wir am September dort zurück. Ja, ja. Da gucken wir mal das mit genau. Ja. Nun hoffen wir, dass alle so ein schönes Vakanz hat, wie mehr ein gut Kur zum Munde hat, dass alle so gut an viel mehr körperlich, mehr viel rumkommt wie mehr. Und wie gesagt, merci, dass ihr euch noch gelöscht habt. Aber bis geschwind. Merci auch von mir und wirklich gute Vakanz.